Good morning, Istanbul! So Leute, heute geht es los mit der Sightseeing-Tour hier in Istanbul. Ja, Leute, heute Morgen schon schön gefrühstückt, schön pumpen gewesen, asozialen Deutschrap gehört und jetzt hole ich meinen Kandidaten Anton ab und wir gehen kurz rüber in die Shopping Mall, um ein bisschen was für meine Haare zu kaufen, denn ich habe nichts mit für meine Haare. Let's go! Good morning in the morning! Hallöchen! Alles fresh? Ich habe hier jemanden gefunden, der schon eine Haartransplantation hinter sich hat, ja? Und es ist sehr gut geworden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Man sieht es nicht. Man sieht es tatsächlich nicht. Aber du hast es auch hier gemacht, ne? Ja, habe ich hier gemacht. Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das genauso geht bei meinem Kollegen wie bei dir. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch bestimmt besser. So Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich in meinem Leben noch nie so schlecht gefühlt dafür, dass ich lange Haare habe. Denn die meisten Leute, die hier im Hotel sind, ja, die sehen aus wie verprügelte Mönche oder haben halt keine Haare mehr auf dem Kopf und lassen sich halt neue Haare eintransplantieren. Also, ja, ich hätte mir vielleicht vorher die Haare schneiden sollen. So Leute, ich habe mir jetzt hier dieses Produkt gekauft. Egos heißt das Ganze, kannte ich vorher nicht. Und ja, war jetzt nicht so, die Auswahl war jetzt nicht so geil, weil es nur so Massenprodukte hatte, aber gut. Für jetzt reicht es. So Leute, arrived. Hinter uns Hagia Sophia und einmal ein Turn. Haben wir die blaue Moschee. So Anton, was sagst du? Wunderschön, ja. Ich bin nicht so der Sightseeing-Mensch. Okay. Aber ist schon cool, mal zu sehen. So. Leute, egal was ihr haben wollt, eine Off-White-Jacke oder völlig Wurst, ja, Winterjacken von allen Marken, alles da. Also umgerechnet kostet hier so eine Off-White-Jacke 200 Euro und so eine, was ist das andere? Stone Island Jacke kostet hier so umgerechnet 100 Euro. Aber Leute, ich sag immer, schwierig bei Winterjacken. So Leute, wir sind jetzt im letzten Kabuffi gelandet und der Anton ist fündig geworden, hat zwei Gürtel gefunden und lässt sie sich gerade anfertigen. Kabuff und Tabak. Beziehungsweise ein. Eine bei meiner. Und ja, wenn man auf dem Grand Bazaar ist und dann in die Hinterhäuser mal reinkommt, dann siehst du, was hier eigentlich alles gelagert wird. Das ist echt unglaublich. Leute, Friseur gibt es natürlich auf dem Bazaar auch. So Leute, und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich manchmal ein bisschen illegal unterwegs bin. Ja, und jetzt haben wir mal nach einem Hidden Place gefragt. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Und der Hidden Place, wo wir gerade waren, ja, den sieht man eigentlich nicht, sondern da geht's rein. Und wenn du normalerweise hier langläufst, so checkst du gar nichts, aber da gibt es ganz hochwertige Sachen drin. Also wunderschöne Stadt auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Sachen gekauft. Hammer-Süßigkeiten, Hammer-Gewürze. Bei den Klamotten war ich nicht so begeistert, aber der Grand Bazaar oder wie das Ding heißt, das muss man gesehen haben, einmal im Leben. Vom Grand Bazaar von Istanbul aus direkt in die Klinik. Jetzt geht's zur Voruntersuchung für Anton. Und wie hat's dir gefallen auf Grand Bazaar Sightseeing Tour? Ist so wunderbar, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Glatze, die ich jetzt bekomme. Aber sonst war's der Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, nicht mal lange schnacken, sondern rein da. Jetzt machen wir nochmal den Test. Anton, bist du aufgeregt? Ein bisschen, mittlerweile schon. Mittlerweile ein bisschen, okay. Anspannung muss sein. Ein bisschen Anspannung muss sein. 10 Stunden bist du okay? Ich glaube 10 Stunden, nicht mal mehr. 10 Hours. Ja, hours to ungefähr. Go. 10 Hours to go. Bin morgen früh um 6 geht's dann los. Jetzt haben wir es ungefähr 8 Uhr. Und jetzt gibt es die Voruntersuchung. Ich bin mal gespannt, was wir da machen. Wenn auch wir deine Haare tatsächlich schon rasieren oder ob das alles machen. Wir werden sehen. So
Leute, im Hintergrund hat der Anton gerade sein Vorgespräch, wie lange er schon Haarausfall hat, wie das Ganze gekommen ist, wo die Haare ausfallen etc. Und das Blutbild wird dann natürlich auch nochmal kontrolliert von gestern. Wir haben ja gestern Blut abgenommen und dann geht's zu Dr. Bald. Da sind wir schon gespannt.